Servus und damit recht herzlich willkommen zurück zu Minecraft und unserem kleinen imperialen Städtli. So, wir haben hier angefangen, unser Dings zu bauen. Irgendwie ist was los, wir müssen, das müssten wir eigentlich mal fertig machen, dann würden wir Eisen formen. So, wir haben hier unser Dings fertig gebaut. Da drüben sieht man, ich habe ein paar Bäume gepflanzt. So, zu der romantischen Melodie von The Witcher 1. Ach, das war schon ein geiles Spiel. So, ich habe auch mal, als ich Zeit hatte, etwas gemacht. Man sieht es vielleicht schon. Ich habe die Etage, die wir letztens drauf gebaut haben, jetzt mal wieder drauf gebaut. Das war anstrengend, aber wir haben es geschafft. Ich habe es ein bisschen verändert. Also nicht erschrecken, wenn ich so nahe gehe. Wir haben jetzt hier schon mal einen Glasboden drin, weil ich dachte, man könnte ja noch eine Etage drunter setzen. Wäre ganz niedlich. So, und dann haben wir hier, und ohne Treppen haben wir es diesmal. So, dafür habe ich gedacht, bauen wir hier einfach so eine Leiter hin. Hinter können wir ja sowieso immer noch. Machen wir hier eine Leiter. So, das sind wir hier oben in der zweiten Etage. Ist ja auch schon alles fertig hier. Was heißt alles fertig, ist noch nicht. Wir müssen natürlich noch die Trapdoors hin und alles, ne? Ein bisschen hübsch gemacht werden muss auch noch. Das Bett könnte man gleich mitnehmen. So, und jetzt kommen wir zur oberen Etage. Die habe ich dann so ein bisschen in Holz gelassen, weil der Dachstuhl und so, ne? So, haben wir schön in Holz. Optik. Hier drüben auch alles schön in Holz. Hier müssen wir noch Wasser reinfüllen, natürlich. Das wäre auch als nächstes noch, was wir tun könnten. So. Ja, hier könnte man noch Fenster reinbauen, ne? So. Das nächste Fenster wäre hier. Ja, Redstone müssen wir noch legen. Ein bisschen was haben wir noch zu tun. Ein klein bisschen was. Aber ansonsten sind wir eigentlich soweit durch. Und soweit bereit, um unseren Dings fertig zu bauen hier. Unseren Lagerhäusel. Ich hatte das deswegen gemacht, weil so nach unten gucken ist schon geil. Natürlich wäre es jetzt geil, wenn wir ein Texturenpaket hätten, ne? Das die Glasfläche komplett einmal macht, ne? Das wäre jetzt natürlich ein bisschen schicker. Aber wir wollen ja nicht rummosern. So, unseren Dings müssen wir noch hochbauen. Ich bin schon noch nicht ganz schlüssig, wie wir das machen. Aber zumindest haben wir jetzt erstmal wieder alles fertig, was dort oben angeht, ne? Erste, zweite, dritte Etage. Das heißt, unser Lagerhaus nimmt endlich sein Ende. Der Bau des Lagerhauses nimmt endlich sein Ende. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir bauen ja schon eine Weile dran. Deswegen würde ich sagen, hören wir mal auf rumzuschnacken und bauen mal los. Ich muss bloß mal überlegen, wie ich das Dach hingekriegt habe. Ich will kein Spitzdach machen, das wird zu hoch. Ich wollte eigentlich so ein Runddach machen. Und das alles am liebsten natürlich aus hellem Holz. So, das kann jetzt erstmal weg hier alles. Das werden wir noch brauchen für eventuelle Eventualitäten. Jetzt durchsuchen wir mal kurz hier nach Stufen. Schwarzeiche-Stufen haben wir hier. So. Die werden wir auch brauchen. Ne, doch, werden wir brauchen. Ja, Eichestufen haben wir hier, Tropenholzstufen, das haben wir auch hier. Ja, aber, hier haben wir genug Stufen da hinten. Ja, Fichtestufen haben wir hier auch. Hier haben wir noch schön viele Stufen. Ein bisschen Birkenholz müssten wir auch noch irgendwo rumlubbeln haben. So, was brauchen wir jetzt? Nee, Fichtenholzstämme werden wir erstmal nicht brauchen. So.
Hier ist nichts von Interesse. Die werden wir brauchen. Die werden wir, hier haben wir noch Birchenholz. Ah, wir haben ja Birkenholz angepflanzt, nicht? Oh, die Melodie, ne? Digga, was wir die gehört haben im Let's Play. Das war ja die Standardmelodie, wenn du hier in der Botanik rumgehüpft bist. Das ist Zeiten. So, jetzt haben wir bloß eh Problem. Wir bräuchten noch etwas vom Holz. Weil dort oben muss noch ein Balken drüber gezimmert werden. Haben wir denn auch Eiche? Eiche. Angepflanzt gehabt? Ne, sieht aus. Doch, wir hatten ein bisschen Eiche. Ein bisschen, was hat man an Eiche? Wird natürlich nicht reichen, aber. Die Redstone-Fackeln könnte man mal abgeben. Das muss man abfackeln. Ich weiß nicht, wo dort noch ein Ding ist. Ich glaube, da war ein großer Baum. Ja, da ist ein großer Baum drin. Ich habe gar keine Lust drauf, den abzubauen. Alles nicht so einfach. So. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann einfach. Ich würde ein Timelapse draus machen, ne? So wie gewohnt. Oder? Machen wir ein Timelapse draus. Weil wir haben schon. Es könnte. Die hauen wir ab. Die kommen immer weg. Die auch mal hier. Die werde ich jetzt erstmal auch nicht brauchen. So, den Rest kommen wir hier rein. Das werde ich auch nicht brauchen. Aber was ich brauche, ist Water. So, da werden wir dort oben ein, überall ein Dings draufsetzen. Die müssen wir unterbegradigen dann. Also wenn wir das Lagerhaus fertig haben, dann reicht das erstmal als Lager. Das unten, wir haben ja jetzt oft genug gesehen, wie wir das hier bauen, ne? Das unten werde ich dann selber so machen. Das unten werde ich dann mal so in Angriff nehmen, wenn ich Zeit und Lust habe, mal noch dort unten die Etage reinzuzimmern. So, jetzt müssen wir nämlich hier, haben wir Glas mit, Glas haben wir mit. Zack. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Weil wir müssen ja hier anfangen mit Water. Siehst du, jetzt haben wir nämlich gar keinen Block da. Da machen wir einfach Folgendes. Wir hämmern uns mal hier einen raus. Und schmeißen den so hin. So, pass auf. Dann holen wir uns das Glas. 1, 2 und dann hier und dann da und dann da. So, und dann machen wir mit den zwei Holzeimerschen, mit den Eimerschen so. Und holen uns mal ein bisschen Wasser raus. So. Brauchen wir noch ein Glas und dann ist das hier oben angekommen. Ja. Die Frage ist, wie machen wir das nicht? Weil das Beste wäre eigentlich, weil wir wären, so, der geht hier rein, so, der braucht auf jeden Fall Eis hier, ne, braucht nur Eis, ne, und es war noch kein Händler seitdem her, ne, das ist ja zum Kützen. Das ist ja zum Kützen. So, dann brauchen wir hier noch einmal. Zack. Dann brauchen wir hier einen. Hier brauchen wir auch einen. Hier wird schon auch überall Eis reinmachen wollen, weißt du? Autsch. Wir spielen übrigens gerade friedlich. Ich hatte jetzt den friedlich weitergebaut, damit ich die Zeit nutzen kann und neben auch hier schlafen gehen muss. Deswegen habe ich gerade friedlich drin. Wir haben ja keinen Surfer mehr. Deswegen habe ich die Gelegenheit mal beim Schöpfer gepackt und friedlich eingestellt, dass ich hier ungestört weiterbauen kann. Habe ich bis jetzt noch nie. Das war natürlich schlecht jetzt. Da müssen wir dort oben ein Dings reinhämmern. So eine Stufe, ne?
Ich hoffe, die Dings hat das jetzt nicht vermulcht. Der fließt noch, hoffe ich. Ja. Der fließt noch. Wie habe ich das dann hier gemacht? Ah, hier ist gar kein Wasser drin. Kann das sein? Hier ist ja gar kein Wasser drin. Nee. Das passt doch. Ich bin außer mir, vor Zorn. Warum ist da kein Wasser? Der fließt aber auch nicht weiter, ne? Das ist aber falsch. Ah, das geht's, war alles klar. Dann haben wir hier mal das Sönei. Dort oben müssen wir dann noch einen halben Ei ballern. Warum hat das nicht funktioniert, die? Ich meine ja, ich meine, das würde so funktionieren, ne? Wenn es so dann so runter, aber. Funktioniert das tatsächlich? Ich weiß es nicht. Wir holen uns erstmal einen halben. Einen halben. Wir holen uns einen halben Lock. Wir machen doch kein Timelap draus. Die Folge wird mal kein Timelap. Dachte ich mir jetzt so. Sonst haben wir immer Timelaps. Wir hatten jetzt viele Timelaps. Deswegen machen wir mal kein Timelaps. Hier haben wir einen Halblaps. Hier ist ein Einlaps. So, Schwarzeichel-Dings brauchen wir. Wir müssen mal wieder auf Baumsuche gehen und mal ernsthaft die Setzlinge auf Lager halten, ey. Das ist ja, boah. Eine Baumplantage müsste man dann auch mal bauen, ne? Müsste theoretisch so funktionieren. Hier brauchen wir halt noch blaues Eis. Das ist das Problem. So, jetzt müssen wir bloß nach oben gucken, wie wir das oben machen wollen. Weil ich würde ja sagen, hier oben. Haben wir hier oben. Ja, warte mal. Wir zimmern mal den hier weg. Zack, mit Mack. Ja, haben wir das so. Nein. Dann machen wir das so. Machen wir erstmal so. Provisorisch. Den Glowstone machen wir dort. Nein. Das ändern wir sowieso nochmal ab. So. Dann tauchen wir hier einen Wassereimer rauf. So, dann mal dort hochhuppen. Probieren wir mal. Aber bevor wir das probieren, machen wir hier oben noch einen halben drauf. Auf dass es nicht hier rausplöppeln möge. So. Und da werden wir jetzt einfach mal. Ja.
Sind Stecks dürfen wir neu schmeißen. Zack. Ach so, ja, stimmt. Hier fehlt noch irgendwas hinten, ne? Deswegen gehen die gerade durch. Da fehlt doch noch irgendwas hinten, ne? Oder? Aber hatte ich dort hinten? Ne, hier hatte ich doch alles Quatsch gemacht. Was habe ich denn hier verkackt? Funktionalitätstest. So, das haben wir, das haben wir. Müssen wir mal kurz gucken hier. So, das geht zum Trichter. Unter dem hier müsste die Fackel sein. Ja. Jetzt weißt du, was hier fehlt. Die Fackel fehlt. Na, ah, hier sind die Fackeln, aber das ist keine Fackel. Alles klar, deswegen. Ich dachte schon, ne? Ich kann doch nicht so strunzend doof sein. Dass ich hier. So, wo hatten wir jetzt die Fackeln, wa? Wo hatten wir die Fackel hingeschmissen? Da. Und wir müssen, das nächste, was wir tun müssen, ist Redstone kaufen. Hinten, das ist voll geil. Siehst du das? Das siehst du einfach mal, das andere Dorf schon. Das übel weit weg ist. Ich finde das übelst geil, wenn du so weit gucken kannst. Wenn du dann dort oben stehst, siehst du hier die Burgmauern wahrscheinlich alles. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das machen wir jetzt noch fertig. Und dann ist für die Folge auch Sense im Gelände. So. Hier müssen wir noch Redstone basteln. Damit es so wirklich funktional ist. So in Holzoptik gefällt mir das auch, ne? So, dann kriegst du jetzt hier dein Redstone-Fackelchen. Und dann können wir hier zumachen. 1, 2, 3. So, den und den brauche ich. So, wir nehmen erstmal das Water da draus, weil sonst überfluten wir uns unsere Bude hier. Das müssen wir ja nicht haben. So. Genau. Da hätte man eigentlich bei der Gelegenheit auch Dings holen können, ne? Glowstone, um das hier fertig zu bauen. 1, 2, 3. So, wir machen jetzt mal die ersten. So. Das ist jetzt nur provisorisch, nicht? Das hat jetzt keine Bewandtnis, ich will es bloß ausprobieren. Ach ne, doch. Oder? Das hatten wir jetzt noch nicht. So, die Stufen könnte man noch machen. So, ach so, Wasser müssten wir unterneifeln, ne? Sonst wird's blöd. Wir fangen an mit den Slabs.
Händler! Wow. Da ist schon mal ein Händler da und dann hast du keine Blöcke drin. So. Flup, 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 flup. Achso, das stört jetzt natürlich ein bisschen hier. Geht auch gar nicht mehr. In Fort Spaß immer drin, ja, genau. Machen wir eben so. Geht ja noch eine Weile. Ansonsten machen wir es nochmal neu. Ah, jetzt, die hängt dort fest. Weil das dort, nein, das hat sie mitgenommen, oder? Sieht so aus zumindest. Sieht viel näher aus, ne? Es funktioniert. Es funktioniert, Freunde. Es funktioniert. Sehr schön, freut mich. Dann müssen wir dann bloß noch fertig bauen dort oben, das hier, ne? Müssen wir bloß noch alles fertig bauen und dann geht das fresh. Ah, boah, sind fest am Festhängen hier. Aber ansonsten, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs Beisein, bis zum nächsten Mal und ich sage ciao mit V. Tüdelü.